Gut, so. Nochmal. Jetzt haben wir das Konzert gerade gehört. Jetzt, Stefan, wenn du nochmal erzählst, was dir heute Abend an diesem ganzen Abend gefallen hat. Oder an deiner. Ja, also ich habe mich einfach richtig, richtig schon zu Hause gefühlt. Ja. Hier in der Deichdiele. Nein, ich spiele hier eben sehr, sehr gerne, weil ich finde, es auch so ein Platz, wo Kultur ist. Und das ist einfach wichtig. Brauchen wir heute. Aber ich fühlte mich gut. Also im Vergleich zu dem, was du meintest, nur im Konzert davor. Das ist immer wieder ein Problem, das kenne ich, das habe ich relativ häufig erlebt. Manchmal stehst du auf einer Bühne und du hörst dich nicht irgendwie oder das Publikum hört einen Teil davon. Ich hätte mal ein Konzert gehabt, da war einfach keine Gitarre zu hören. Ja. Und dann, ja, da steht das Publikum und guckt dich seltsam fragend an und auf der Bühne denkst du, alles ist okay. Gut, da entwickelt man irgendwann, also habe ich inzwischen jetzt ein bisschen so eine Routine entwickelt, dass mir das auch egal ist. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, eigentlich stimmt, alles ist gut, hey, ich spiele auch für drei Leute. Ja, nee, darum geht es ja, aber ich habe heute gemerkt, dass du offen warst, du bist rausgegangen. Ja, okay. Du bist aufs Publikum zugegangen, was bei dem Mal, wo wir von jetzt sprechen, war die Möglichkeit war ja da, aber du hast das auch nicht gemacht. Und daran habe ich irgendwie gemerkt, dass du dich unwohl fühlst. Bei dem ersten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, auf St. Pauli, da warst du auch offener. Das ist, du musst dir so vorstellen, dass wirklich der Beat und der Rhythmus der Akkorde, das muss dich tragen. Und weißt du, wenn ich einen Akkord reinhaue und der Amp antwortet mir, dann passiert da was. Ja. Dann gibt es erstmal so eine Oszillation zwischen mir und der Musik. Und die brauche ich, um auch so eine gewisse, ich sag's mal so, da trägt dich die Musik. Und auf der Welle kann ich ganz, ganz weit reiten. Und da kann ich auch mehr auf das Publikum zugehen. Ja. Es ist schon so, dass man in dem Moment auch so ein bisschen, naja, du exponierst dich halt in die Öffentlichkeit. Und du exponierst dich in die Öffentlichkeit mit so einer Hoffnung, du forderst eine Menschlichkeit an. Und das kannst du aber nur machen, wenn du wirklich in deiner Musik bist. Und du solltest vielleicht auch in dieser Musik was zu sagen haben. Das lasse ich jedem selber offen, aber du musst einfach in der Musik sein. Wenn das nicht passiert, wenn du einfach auf der Bühne stehst und du singst ins Mikrofon und du hörst dich einfach nicht, du weißt nicht, wie du da singst. Du weißt es einfach nicht. Das macht dich unsicher, dann bist du damit beschäftigt, irgendwie das irgendwie hinzukriegen. Du bist nicht bei der Sache. Nee, genau. Du bist bei allen möglichen, aber nicht in der Musik. Jetzt haben wir ja Andreas dabei. Wie habt ihr euch kennengelernt? Stefan hat vor 3 Jahren über eine Agentur das erste Mal hier gespielt. 3 Jahre ist es, glaube ich, her. Das war damals über Songs and Distance? Nein. Wann hast du das erste Mal hier gespielt? Das ist ja heute das dritte Mal. Nee. Das zweite Mal? Das ist das dritte Mal. Genau. Und damals, das letzte Mal, bin ich der Meinung über eine Agentur gelaufen. Nee, das kam durch Sascha. Sascha, durch Ambient Noise. Ja. Wir hatten zusammen den Song gespielt. Ja. Haus 73, glaube ich, ist das gewesen, oder Haus 227? Haus 73, genau. Haus 73, ja. Ja, den Songs hören. Und da hatten Sascha und ich uns kennengelernt. Und weil wir hatten, das war eine ganz interessante Geschichte, wir hatten halt so ein Trio dort gehabt. Ja. Wir fanden gegenseitig unsere Musik total klasse. Und dann sind wir so in Kontakt geblieben und irgendwann hatte mich Sascha eigentlich gefragt, ob ich hier nicht mal spielen möchte. Ja. Sascha ist ein guter Musiker, der auch in der Nachbarschaft wohnt und so bekommen wir da dann auch über Nachbarschaft häufiger mal Konzertanfragen. Das ist ganz schön, aber es war relativ schnell so eine Vertrautheit da, total, von der du auch vorhin gesprochen hast. Ja. Und das ist für uns auch immer total schön und dann auch zu genießen, wenn es einfach so läuft, ne? So der Aufbau so selbstverständlich ist und dann einfach der Abend genossen werden kann, irgendwie auf beiden Seiten. Ne? Ja. Und da war irgendwie, finde ich auch, recht schnell eine Symbiose. Letztes Mal hast du ja mit dem Gus Brink gespielt, glaube ich. Und das war am Anfang irgendwie auch eher so das überschaubar vom Publikum. Und dann entwickelte sich das aber auch und es wurde so ein schöner Abend, finde ich. Ich am Ende dann auch alle eigentlich fast in den Arm gelegen haben. Sowas ist natürlich irgendwie immer wunderbar, wenn das dann passiert. Macht Stefan ja nicht gerade Mainstream-Musik. Er macht ja so ein bisschen, wie habe ich gesagt, ein bisschen für mich andersartige Musik, denn ich komme aus der Rock'n'Roll-Zeit. Das ist natürlich ganz was anderes als das, was Stefan macht. Wie habt ihr seine Musik aufgenommen und wie glaubt ihr, nimmt das Publikum seine Musik auf? Weil es eben nicht Mainstream ist. Ja, bitte. Also ich finde deine Musik echt grandios. Also ich, ja, wirklich, muss ich so sagen. Weil ich finde einfach, man hört total, dass du
das lebst. Und das ist genau das, was ich immer brauche. Also, das ist egal, ob das Mainstream ist oder nicht, wenn ich merke, dass jemand da vorne steht und das wirklich fühlt, was er da singt. Und das hast du die beiden, ich habe die zwei Konzerte, das erste habe ich nicht gehört. Wenn ich das bekomme, dann finde ich das toll. Und das habe ich bei dir. Das habe ich bei Sascha auch. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Genau, ja, was vorher war. Man merkt das. Ja. Wo er eigentlich, wenn er jetzt auftritt, das ist jetzt die dritte Stelle, wo ich ihn jetzt sehe, und er ist offener hier als in den anderen. Und das hat er ja selber auch bestätigt. Mhm. Ja, und das ist das, du sagst, du nimmst seine Musik an, weil sie offen ist oder das sagt, oder er was ausdrücken will. Und hier hat er die Chance. Ich meine, hier war das jetzt für mich das beste Konzert bisher von diesen ganzen dreien, was du gemacht hast, weil du einfach offen warst. Mhm. Also ein Publikum mag vielleicht ignorant sein, aber es ist niemals dumm. Und was jedes Publikum spürt, das finde ich, das kann ich absolut bestätigen, das ist diese Authentizität. Also mich triggert das auch an, wenn ein Künstler echt ist, dann mag ich das. Dann ist mir das ganz egal, der kann Schlager da abliefern. Aber wenn der das wirklich so rüberbringt, wie es ist, dann berührt mich das. Das finde ich, ist auch eine Geschichte, die hast du auch bei allen Sachen, weißt du, eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen. Wenn da so wirklich die Seele mit reingebracht wurde, wenn jemand das mit Leidenschaft macht, mit auch mit einer gewissen Intensität, dann ist das einfach so, dann hat das was Echtes, was Menschliches. Deswegen komme ich auch zu dir. Das will ich ja nicht kommen. Es geht ja nicht darum, dass das jetzt mir die Musik unbedingt... Mhm. Aber du bist offen mit der Musik und das gefällt mir. Und deswegen komme ich auch zu deinen Konzerten. Danke. Aber jetzt wolltest du noch was sagen. Oder ich habe dich einfach abgewürgt, eben, das wollte ich nicht. Nee, ich habe ja auch alles gesagt. Ich glaube, das hat man schon verstanden. Ja, total. Andreas, was möchtest du noch sagen? Ja, mir hat es wieder gefallen. Ich hoffe, dass wir uns recht bald wiedersehen. Ihr dürft mich auch gerne anrufen. Meine Visitenkarte hast du. Ihr könnt mich, wenn ihr meint, das ist Musik für mich oder könnt ihr mich interessieren, dann komme ich gerne vorbei. So weit weg wohne ich. 5 Minuten, das geht immer. Tatsächlich? 10 Minuten, das geht immer. Das ist dann relativ einfach. Und wenn sowas ist wie Stefan ist oder was Interessantes, einfach wenn ihr meint, könnte interessant sein. Komm ich vorbei. Du kommst du Bescheid. Kannst ich mache noch ein paar Bilder von euch dann gleich, vom Laden. Ja. Und von euch mache ich auch einzelne Bilder. Und die Bilder werde ich dann hier nicht fürs Video benutzen, aber die habe ich dann für mich. Und das Video werde ich euch zuschicken. Ja, toll. Und was ihr denn damit macht, was ihr euch rausschneidet, wie ihr das macht, sei euch dann überlassen. Und ansonsten geht das einfach bei YouTube rein. Mhm. Ja. Mit Fehlern. Mit Zwischenreden, mit Lachen oder was auch immer. Aber genau das ist so meiner Meinung, was die Leute sehen wollen. Die wollen nichts Gekünsteltes sehen, so wie du auch. Die wollen das Ehrliche sehen. Und das klingt mich auch an. Ja, dann sage ich Dankeschön für das Interview. Ja, und beim nächsten Mal, beim anderen Künstler, sehen wir uns gleich wieder und dann unterhalten wir uns wieder. Wenn ihr Lust habt. Wir sagen, dann kommt es bald. Gut, Dankeschön. Wow.